Im heutigen Tutorial habe ich mal extrem spannende Neuigkeiten für euch. Und nicht, dass ich ständig hier Geld verdiene, nein, das sind wirklich keine Neuigkeiten. Ich möchte euch eher etwas zeigen, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Und einer von euch hat mich tatsächlich darauf aufmerksam gemacht. Viele von euch wissen sicherlich, dass ich über die Plattform Eduki Geld verdiene. Zum Beispiel hier, seht ihr wieder, habe ich 2,75 € verdient, 1,50, 3,25 und das Ganze ist wirklich zu 100% passiv und ihr kommt schon wirklich langsam ganz gutes Geld bei rum. Und nicht vergessen, ich habe überletzten Monat hier nichts mehr hochgeladen, dennoch hat sich meine Followeranzahl von 200 jetzt auf fast 1000 Follower erhöht. Ich habe keine Materialien mehr hochgeladen, dennoch kriege ich nonstop hier Sales rein und jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie ihr deutlich, deutlich mehr Geld mit Eduki verdienen könnt und genau diese Möglichkeit würde ich euch gerne heute hier in diesem Video vorstellen. Ich hatte vor ein paar Tagen einen wirklich interessanten Kommentar von euch erhalten, nämlich eine Person unter dem Video meinte zu mir, hey Leon, hast du schon gesehen, dass es jetzt neue Marktplätze bei Eduki gibt? Weil bisher war es so, dass man auf der Plattform Eduki, da konnte man ja diese Lehrmaterialien publizieren, da konnte man nur auf 3 Marktplätzen publizieren, nämlich einmal auf dem deutschen Marktplatz, auf dem französischen Marktplatz und auf dem spanischen Marktplatz. Und jetzt aber gibt es wirklich extrem interessante Neuigkeiten für euch. Nämlich, ihr könnt jetzt nicht nur mehr auf dem deutschen, französischen und spanischen Marktplatz publizieren, sondern schaut mal, wenn ich jetzt hier oben auf mein Eduki draufklicke und ich klicke jetzt hier unten auf die Sprache, dann komme ich ja hier zu den jeweiligen anderen Marktplätzen. Und schaut euch jetzt mal an, wie viele Marktplätze das sind. Wir können hier gerne mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Marktplätze. Oh mein Gott. Ihr habt jetzt anstatt auf 3 Marktplätzen die Möglichkeit, auf 27 Marktplätzen Geld zu verdienen. Und natürlich geht davon aus, dass ihr auf diesen neuen Marktplätzen erstmal nicht wahnsinnig viel Geld verdienen werdet. Aber so eine Chance bietet sich nicht so schnell wieder, glaubt mir. Weil man hat gesehen, dass Eduki im deutschsprachigen Markt einen unfassbar guten Job gemacht hat. Auf dem französischen Marktplatz und auf dem spanischen Marktplatz wurden auch Sales generiert und jetzt sagen sie wirklich, wir expandieren, wir gehen weltweit und es gibt ja weltweit schon andere Pendants, wo man auch gutes Geld verdienen kann, zum Beispiel Teachers Pay Teachers. Und ich glaube, dass Eduki und das Team dahinter fähig genug ist, um wirklich viele von diesen Marktplätzen richtig erfolgreich zu machen und dementsprechend zu einer von den internationalen großen Brands im Bereich der digitalen Infoprodukte im Lernbereich werden könnte. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, als einer der ersten auf diesen Marktplätzen hier zu publizieren. Und ich möchte euch mal zeigen, wie leer diese Marktplätze sind. Wir können ja mal hier zum Beispiel auf den polnischen Marktplatz draufgehen. Klicke ich einfach einmal kurz hier drauf. Anschließend dann werde ich hier weitergeleitet, sage ich akzeptieren. Und jetzt bin ich schon hier und wir sehen es, wir haben jetzt hier so ein paar Materialien mal hochgeladen, aber das sind halt wirklich nicht sonderlich viele. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen mich mal umschaue, dann sehe ich eigentlich, ist hier noch gar nicht so wirklich was navigierbar. Hier ist auch noch gar nicht so diese Übersicht hier oben, dass man so praktisch nach Designs schauen kann, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe. Es ist also noch alles wirklich leer. Wir haben aber jetzt schon die Möglichkeit, halt auf diesen Marktplätzen hochzuladen. Dazu gehen wir hier rechts oben auf einmal kurz hier drauf. Dann fragt mich jetzt nicht, was das hier heißt. Ich denke, einer von euch wird sicherlich Polnisch sprechen, aber in meinem Fall würde ich jetzt hier zum Beispiel draufklicken. Dann kann ich jetzt hier wieder den Namen von meinem Shop, soweit ich das hier sehe, erstellen und kann dann halt meine ersten Materialien hochladen. Das kann ich jetzt nicht nur auf dem polnischen Marktplatz machen, sondern auf allen möglichen anderen. Und ich bin zum Beispiel jetzt sehr, sehr, sehr interessiert an den großen Marktplätzen, also was ich als groß erachte, nämlich Deutsch, Französisch, Italienisch definitiv auch. Ich meine, dass es bisher noch keinen englischen gibt, aber vielleicht liege ich da tatsächlich auch falsch. Es gibt derzeit, glaube ich, keinen englischen Marktplatz. Ich denke, der wird sicherlich auch noch sehr, sehr bald kommen. Bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liegen sollte. Aber zum Beispiel der chinesische, glaube ich, könnte super interessant sein. Ich glaube auch, dass man gutes Geld verdienen kann, sicherlich über zum Beispiel diese kleineren Marktplätze, wenn man halt den langen Atem hat. Ich glaube, dass wir hier vor einer der größten Chancen im Online-Business stehen überhaupt, weil ich habe es euch ja gesagt, auf Eduki erstmal ganz generell im deutschsprachigen Bereich könnt ihr richtig gutes Geld verdienen und wenn ihr jetzt euch einfach mal überlegt, okay, Eduki hat schon einen super Job im deutschsprachigen Markt gemacht und was ist, wenn die jetzt international gehen? Tja, dann gehe ich wirklich davon aus, dass ihr hier noch auf ganz, 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 ganz vielen Wegen Geld verdienen könnt und ihr habt halt den First-Mover-Effekt, das heißt, ihr seid vor allen anderen Leuten da und könnt direkt das erste Geld verdienen. Und an dieser Stelle möchte ich euch vielleicht noch eine kurze Sache zeigen. Ich möchte gleich noch so ein paar Tipps geben, wie ihr halt schneller Geld verdienen könnt. Aber eine kurze wichtige Info vorher. Ich habe einen neuen Kanal, nämlich den Road to T-Shirt Millionär Kanal. Viele von euch kennen ihn vielleicht, weil Jan früher den Kanal hier betrieben hatte und er hat ihn jetzt an mich abgegeben. Und falls ihr mehr über das Thema T-Shirt-Business erfahren wollt, dann gerne mal in die Kommentarsektion reingehen beziehungsweise in die Videobeschreibung reingehen. Und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Auch hier wird jeden einzelnen Tag neuer Content für euch kommen. Aber machen wir einfach mal weiter und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr auf der Plattform Eduki Geld verdienen könnt. Also, für die Leute, die jetzt gar
gar nicht wissen, was Eduki ist, entschuldigt, wenn ich jetzt gerade 4 Minuten über etwas gesprochen habe, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt, aber Eduki ist einfach eine Plattform, auf der ihr mehr Lehrmaterialien publizieren könnt. Wir sehen hier die Zielgruppe ist Grundschule und Sekundarstufe 1 und 2. Und ihr müsst wirklich kein Lehrer und vor allen Dingen auch kein Designer sein, um hierüber Geld verdienen zu können. Ich möchte euch mal einfach mit in meinen Account reinnehmen. Wir gehen mal hier auf Materialien hochladen und bearbeiten drauf. Und jetzt seht ihr zum Beispiel hier, da haben mir die Materialien hier zum Beispiel 5,90 Euro wiedergebracht, 6,48 Euro, dann 90 Cent mal 3,98 Euro, ein paar haben sich auch nicht verkauft, 2,64, 5,96, aber da kommt wirklich halt nonstop passives Einkommen rein. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir einfach mal die Statistiken angucke, dann kann ich das Ganze auch zum Beispiel halt filtern. Hier haben wir einmal das Honorar. Ich kann es aber auch filtern zum Beispiel nach Aufrufe der Materialseiten, klicke ich hier auf Grafik erstellen drauf und bei manchen Designs zum Beispiel gibt es halt so einen Spike, da haben dann viele Leute das Ganze gesehen, zum Beispiel an einem einzigen Tag 236 Leute, was natürlich irre viel ist. Bei vielen anderen Designs, die ich zum Beispiel ziemlich lange schon online habe, da kann man sehr schön sehen, dass diese Designs, und ich zeige hier wirklich mal ganz transparent alle meine Einnahmen, dass wirklich diese Designs hier, zum Beispiel die kostenlosen, hunderte Male runtergeladen wurden, aber dass auch der Traffic richtig, richtig gut ist. Zum Beispiel dieses Design hier hat mir 45,23 Euro gebracht. Ich glaube, das ist das älteste Design, was ich zum Verkauf angeboten habe. Das war mein allererstes Design, das ich hochgeladen habe. Und wenn ich jetzt mal hier auf die Statistik drauf gehe und ich zeige euch einfach mal hier die Aufrufe der Materialseite, dann werdet ihr sehen, dass das wirklich ja sehr kontinuierlich ist. Natürlich jetzt nimmt es ein bisschen ab, aber dennoch kriege ich halt immer noch so 10, 20 Aufrufe jeden einzelnen Tag auf diese Materialseite und dadurch kommen natürlich weitere Sales immer zustande. Und das ist eine super Sache. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel solche Materialien erstellen könnt und unter solche Materialien meine ich vor allen Dingen sowas hier, dann denke ich mal, könnt ihr hier sehr, sehr schnell auch euch ein passives Einkommen aufbauen. Bitte natürlich jetzt hier nicht irgendeinen Ramsch hochladen, das muss ja wirklich schon hochwertiges Material sein, aber wenn ihr halt hier Lust drauf habt und ihr wollt auch die Zeit investieren, dann könnt ihr euch hier eine tolle Einnahmequelle aufbauen. Ich denke, dass hier mehrere hundert, mehrere tausend Euro absolut pro Monat realistisch sind. Ich kenne sogar Leute, die sind halt im sehr hohen vierstelligen Bereich. Es gibt auch meines Wissens Leute, die hier hoch oder zumindest eine ordentliche fünfstellige Summe pro Monat verdienen. Ich bin da selbstverständlich noch nicht, weil ich halt nicht viele Designs bisher auf der Plattform hochgeladen habe, aber selbst ich merke, ich kriege hier nonstop Geld raus und das mit wirklich eigentlich erstaunlich wenig Aufwand, sobald man einmal die Materialien erstellt hat. Und ich zeige euch mal so ein Material, zum Beispiel hier seht ihr Mathematik, erste Klasse, 10er-Überschreitung, Addition. Und da haben wir hier zum Beispiel so ein paar Infoblätter, wo dann einfach halt steht, hier, das ist der Zahlenraum 1 bis 10, dann kommt hier der Zahlenraum 20, also von 11 bis 20 dann. So funktioniert zum Beispiel eine Addition und dann kriegen die Leute so kleine Arbeitsblätter. Die Zielgruppe ist hier natürlich Lehrer, das heißt, die Lehrer kaufen sich solche Materialien, geben die weiter an die Schüler und die Schüler, sag ich mal, füllen die dann halt aus und können die sich abheften. Und hier sehen wir zum Beispiel, ergänze die Zahlen, dann sollen halt diese Herzchen insgesamt zu 10 werden. Das heißt, hier haben wir eine 1, dann müsste hier eine 9 rein, hier haben wir eine 7, dann müsste da eine 3 rein, hier haben wir 0, dann müsste also eine 10 rein und so weiter und so fort. Und da habe ich halt mehrere Versionen von diesem Arbeitsblatt. Dann kommt halt das nächste Arbeitsblatt, davon auch wieder mehrere Versionen, ganz simple Rechenaufgaben. Und ihr merkt schon, das ist nicht kompliziert zu erstellen. Ich denke, jeder von euch kann das. Und solche Materialpakete bzw. solche mehrseitigen Dokumente, ja, die meisten Dokumente haben mehrere Seiten, aber hier mehrseitige Dokumente, sowas verkauft sich erstaunlich gut. Das heißt, ich würde jetzt nicht nur eine einzelne Seite sowas publizieren und sagen, hey, das ist ein Arbeitsblatt, sondern ich würde halt schon hier so ein bisschen auch darauf setzen, dass die Leute schon was kaufen, was Hand und Fuß hat. Also die kleinsten Materialien, die ich so anbiete, sind so 3 Seiten, außer sie sind kostenlos, dann habe ich manchmal so 2 Seiten, aber in der Regel versuche ich mich irgendwo aufzuhalten, so zwischen, sagen wir mal, 10 bis 20 Seiten bei vielen von diesen Dokumenten und ich versuche auch immer das meiste rauszuholen, indem ich dann zum Beispiel halt diese größeren Dokumente nehme, die manchmal in kleinere Dokumente nochmal aufteile, die nochmal extra publiziere, weil jedes Design, das ich publiziere, macht mir natürlich Geld. Und wenn ich zum Beispiel dann halt einfach mal innerhalb von ein paar Minuten nochmal aus dem Großen ein kleineres Design machen kann und das bringt mir halt auch nochmal über die nächsten paar Wochen, was weiß ich, 20 Euro und über die nächsten Jahre 100 Euro, dann habe ich halt für ein bisschen Arbeit doch einen ziemlich guten Return bekommen. Und ich hole mir vor allen Dingen meine Designs von der Plattform Canva, da habe ich einen Premium-Account, noch von der Plattform FreePick, also Free, wie man Free schreibt und dann P-I-K. Und ich nutze auch diesen Shop hier von der Frau Kate Hatfield. Da muss man die Designs zwar einzeln einkaufen, aber die sind halt sehr kindgerecht und sehr, sehr schön. Hier seht ihr zum Beispiel mal meinen Account. Ich habe dann hier so einen Download-Bereich. Ich habe mir zum Beispiel gekauft Everyday Kids, Big School, Little School und ich kann das Ganze mir hier runterladen, kann das in meinem Canva-Account dann hochladen, zum Beispiel jetzt bei mir, klicke ich hier links auf Uploads drauf und dann sieht man hier sehr schön, habe ich diese ganzen Materialien und das sind halt die Designs, die hier die Frau Kate Hatfield erstellt hat und dann klicke ich hier einfach kurz drauf, dann habe ich das Design hier schon und kann das dann halt bearbeiten, verändern und kann es in dieses Design inkludieren. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist, ich muss auf die letzte Seite eine Quellenangabe machen und muss halt auf diese letzte Seite draufschreiben, dass praktisch die Materialien, in diesem Fall hier
hier diese kleinen Elemente von Kate Hetfield erstellt wurden. In meinem Falle habe ich jetzt in diesem Design keine Designs von Frau Kate Hetfield verwendet, aber falls es euch interessiert, die Schriftarten, die ich verwende, sind einmal Shadows into Light 2 und Lato. Und dann seht ihr halt hier, ich nehme Canva Pro Designs und hier nutze ich auch nochmal Designs von der Plattform FreePick. Und das war es tatsächlich auch schon. Das sind meine Quellen. So einfach kann man so ein Business aufbauen. Falls ihr mehr zu diesem Content sehen wollt, gerne mal einen kurzen Kommentar lassen. Einfach schreiben mehr davon. Da mache ich gerne mehr Content zu diesem Thema. Und auch nochmal gerne in die Videobeschreibung reinschauen. Dort befindet sich ein Link zu Road to T-Shirt Millionär. Würde mich unfassbar freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Da kommt jetzt richtig, richtig viel brandaktueller, sehr interessanter Content zum T-Shirt-Business. Schaut also, wie gesagt, gerne mal rein. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.